Oh, wunderschön dekoriert. Da sind Ballons. Ganz viele Leute, die sich kennen. Ich frage mich nur, wo das Geburtstagskind ist. Ah, da kommt sie ja schon. Die Hani hat Geburtstag. Damit ein herzliches Willkommen. Ein kleines für Hani-Video. Extra für dich. Ich habe beschlossen, dass ich mit dir in Sims Geburtstag feiere. Mit ganz vielen Leuten. Wir haben sogar eine Köchin. Oh, Moment, Köchin, dann musst du nicht kochen. Hör auf, pui, böse. Nein, du musst ja nicht kochen, du bist das Geburtstagskind. So. Ich sehe nichts. Hallo, wende ein. Blendy, blend. Ach, ich bin doof. Doof bin ich, ja. Ebony. Hi. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Damit ein herzlichen Glühstrumpf zum Geburtstag. Hier haben wir ganz viele Leute, die mit dem Geburtstag feiern. Oh. Genau, wenn glücklich, jetzt noch Sims gleichzeitig tanzen lassen. Oh, da ist die Utte. Die Utte kommt ja auch. Und Holly und... Oh, ist hier viel los. Da ist Julia Trin. Das ist die Julia. Setz dich doch mal hier dazu. Oh, gleichzeitig tanzen. Oh, Speisen essen. Da mixt die Ute was und kann es nicht. Lien, wolltest du nicht kochen? Da ist PewDiePie mit Kronk in weiblich. Da ist Lien, du sollst es doch kochen, Lien. Da bin ich, da ist Aiglani. Und jetzt gucken wir mal hierzu. Alles Gute zum Geburtstag. Oh, ich tanze immer so rum. Erwachsene einen Toast ausbringen lassen. Scrabble Table Hate. Wie kann ich denn das machen? Hat's da irgendwo Getränke? Ich hätte gern einen Getränk, und zwar der brennende Vollmondsalzer. Den gönnt sie sich heute. Wie alle hier tanzen, das ist voll cool. Hey Otte, ich hätte gerne einen Zuckerzunder. Nein, ich meine einen Salzender, keine Ahnung was. Du weißt, du das, was ich vorhin angeklickt habe. Da muss ich kurz rausgehen. Okay. Ey, Otte, du sollst doch dann Getränk zubereiten. Dann machst du halt den brennender Vollmundsalzer selber. Keine Ahnung warum. Alles muss man selber machen. Was ist das denn? Ihr seid mir alle im Weg. Wer bist du denn? Kim Peters. Jetzt. Dann muss ich halt noch mehr Geld aus. Warum vorstellen? Du kannst. Spiel, please. Ist das? Nein. Ah, sie macht es, oder? Machst du gerade einen? Nee, du machst keinen, oder? Sie geht erstmal tanzen. Larkin, yeah, I'm dancing. Ja. Hier ist ja ganz schön was los, ne? Schön. Ich hoffe, ich darf das in Anführungszeichen. Fand es jetzt lustig. Ich hätte gern ein Getränk. Weh, du backst rum. Mach jetzt das Getränk. Los. Es backt schon wieder rum. Das ist bestimmt ein Custom-Content oder so. Jetzt muss ich dir natürlich dann auch noch persönlich gratulieren. Darum muss natürlich zu tragen. Hört auf, hier festzubacken. Das geht nicht. Über Dracula zu tanzen einladen. Komm, los, tanz mit mir. Jetzt redest du. Tag verschönern. Nein, geh jetzt nicht weg, Hani. Freundlich? Und jetzt kommt das Problem. Hey, wie geht's dir? Ja, ich hab hier eine Party, die ich veranstaltet, ne? Ah, danke schön. Jetzt kannst du da irgendwie für kommen danken. Ja, und für... Oh,
nicht über örtliche Jugend beschweren. Mehr Auswahl ist gut so. Gibt's einen Toast? Fesselnde Geschichte erzählen? Über Veränderungen Nachbarn Patschen? Patschen. Hey, die eine, die hat voll die Liebesbeziehung kaputt gemacht und so. Cool. Finde ich lustig. Was? Was ist das eigentlich? Kanne auf Grün mit ruhig. Early Grey. Das ist lecker. Dann kannst du einen Toast machen. Da packe ich etwas Marihuana rein. Und ich meine natürlich Tee. Ich krieg langsam Hunger. Wer hat jetzt Essen gemacht? Oh. Musst du jetzt trotzdem selber kochen, oder was? Hier, Macaroni und Käse, Partygröße. Und Kaffee, lecker. Kannst du jetzt damit einen Toast machen? Hey, dann halt nicht. Dann halt nur Speisen essen. Habt ihr alle von... Du blöde Kuh, du backst rum. Nett. Ich trinke erstmal Kaffee. Lecker. Ich werde Tee. Dass die Energie packt, das ja leider nicht hoch. Jetzt ist sie selbstsicher dafür. Jetzt reicht, jetzt koche ich an ein voll geiles Essen. Wege, hör auf mein Geld aus. Ich finde das so doof, dass die, das Geld schon ausgegeben wird, wenn das gesagt wird. Dann steht der Barkeeper einfach rum. Ich hätte die ganze Zeit 10.000 Sachen. Aua, das hat wehgetan. Und natürlich am Schluss muss dann auch noch. Natürlich muss man dann auch noch schön kochen. Aber wenn man gegessen hat, kann man dann die Kerzen ausblasen. Das ist eine sehr komische Party. Kim Peters. Oh, ich muss Kim Possible was reinbringen. Getränke für Gruppe bestellen. Vielleicht geht das. Dim und Gasti, bitte. Nee, du lässt es anbrennen, Honey. Bitte nicht anbrennen lassen. Alien, du bist die Köchin. Honey verträumt. Ich glaube, das ist gut. Kannst du zum Essen rufen? Du kannst es nur aufräumen. Oder was? Okay, anscheinend schon. Dann müssen sie selber essen. Honey hat Kochfähigkeiten mehr. Yay! Was ist eigentlich Ausschaltenfarbe und... alle Lichter. Hier. Oh, schön. Schön. Was macht sie jetzt? Sie ist was? Jetzt essen alle Essen. Ist die Party schon vorbei? Hä? Wo ist die Party hin? Party? Jetzt macht sie wenigstens endlich was. Weil alle essen. Und was macht ihr so? Gefällt euch die Party? Ja, so mir gefällt die Party. Sehr cool. Wir essen synchron. Das ist voll lustig, dass wir voll synchron essen. Nicht wie Müllen und so. Ja, ich glaube, ich hätte mal meine Torte. Kerzen auspusten. Das war schön. Eine schöne Party. Honey, du hast, glaube ich, genug gegessen. Ich denke an Unterhosen mit Herzchen. Die sind toll. Sergeant Rumpel, warum denkst du das? Das ist Famoosh. Ist du... ich dachte gerade. Lecker. Du denkst an... Tobias Bauer denkt an Lien. Hallo. Das ist... Der ist, glaube ich, nervös. Jetzt haben wir wenigstens alle ein Getränk. Kann man jetzt einen Toast machen? Trinken. Oh ja. Hani ist älter geworden. Erwachsen sein, Träume verwirklichen die Planung des Ruhestands und bla bla bla.
Ich hoffe, das kleine Mini-Video, das etwas sehr chaotisch war von mir, gefällt dir trotzdem. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, genieß deinen Geburtstag und ja. Ciao, dein Draku.